So, ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, den 15. Oktober 2019. Auf dem Titel heißt es: Aus für Kettka, der Tretautohersteller schließt. Und dazu hat man ein Bild von einem Kind, einem etwas älteren Kind mit Mütze und blauer Baumwollkleidung. Trainingsanzug ist es vielleicht oder irgendwie sowas ähnliches, das glücklich ist und Kettka fährt. Das finde ich sehr schön. Die Meldung ist an der Stelle nicht ganz so schön. Wie immer interessieren die Lokalnachrichten am meisten, vor allem die Lokalnachrichten aus dem Bezirk Hülscheid. Stadt will Beverly-Gelände kaufen. Die Stadt Solingen hat Interesse angemeldet, das Gelände zu kaufen, auf dem der frühe Boger Swinger Club Beverly stand. Das sind Nachrichten aus Hülscheid. Widerstand gegen A3-Ausbau wächst. Die Bürgerinitiative Drei Reich stemmt sich gegen Pläne der Bundesregierung, die A3 zwischen Hilden und Leverkusen von sechs auf acht Spuren zu verbreitern. Sie fordert eine Nutzung des Standstreifens. Das gibt es schon so ähnlich. Zumindest auf der A4 im Kölner Ring. Rudelsingen ist ein Vergnügen. Der Musiker Tobias Suttorf lädt für den 6. Dezember zum 30. Mal in der Kober zur großen Rudelsing-Party ein. Die gibt es schon was länger, da kenne ich Leute, die hingegangen sind. Ich war noch nie da. So. Wetter ist schon momentär, Regenrisiko steigt am Abend. Ich bin auch nass geworden im Verlauf dieser Woche schon. So, ein Blick auf die Karikatur. Das ist die Seite 2. Lizenz für weitere Demontage, Rechtsstaat und die polnische Partei PiS zertrümmert den Rechtsstaat, symbolisiert durch ein Beschlusszeichen, kann ich mal sagen. Zu den Kommentaren lautet: Betriebsrentenpolitik muss Fehler korrigieren und Protest ohne Wirkung. Da geht es wieder um die Türkei und Nordsyrien. Die Karikatur hat einen Bezug zu dem Artikel auf Seite 2, was die Wahl in Polen für Brüssel und Berlin bedeutet. In Polen gab es Wahlen. Und Jarosław Kaczyński, Vorsitzender der PiS-Partei, im Hintergrund steht Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident von Polen. So, Namen sind mir bekannt, was da aktuell los ist, weiß ich nicht genau. So, das zum regionalen Teil, jetzt gucke ich in den Lokalteil. So baut man den eigenen Sarg aus aller Welt. Werben, das ist jetzt nicht ganz so. Nein. Man muss nicht alles verstehen hier. In der Zeitung gibt es oft gar nichts mehr zu verstehen. So, heute die Bergischen 3, neue Imagefilm ist online. Die Filmproduzenten bei der Schnittarbeit, It Feels Like Home. Und ich möchte an der Stelle sagen, ich wohne seit über 35 Jahren in dieser Stadt. Ich kenne nicht die Bergischen 3 und die drei Gesichter habe ich auch noch nie gesehen. An der Stelle muss man sich nicht wundern, wenn in dieser Stadt nichts funktioniert. Ich zeige Ihnen mal.
sage ich hier ungeschnitten. Also, It Feels Like Home heißt der neue Imagefilm der Bergischen Drei über die Städte Solingen, Remscheid und Wuppertal, der ab sofort online zu sehen ist in 1 Minute 43. Zeigen die Filmproduzenten von den Ewald und Deniz Studio, kenne ich auch nicht, wie Großstadterlebnis und Landschaft beieinander liegen. Ja, nee, gucke ich mir nicht mehr an. Die Stadt will Beverly Grundstück kaufen. Der Preis ist dem Rathaus allerdings zu hoch, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Fanshop Bayern 04 ändert die Strategie. Standort im Einkaufszentrum Hofgarten ist heute zum letzten Mal geöffnet. Burg Unbekannte öffnen illegal Schranke. Das sind Nachrichten aus dem Bezirk Höchscheid. Die Schranke in der Schlossbergstraße ist inzwischen wieder geschlossen. Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag die massive Schranke in der Burger Schlossbergstraße so zur Seite gedrückt, dass Autos den Waldweg als Umfahrung nutzen können, um die Baustelle in Unterburg zu begehen. Ja, ab einem gewissen Punkt. Das gab am Wochenende ziemlichen Ärger, oder ziemlich sagte Bezirksbürgermeister Axel Birkenborg. Kenne ich auch nicht, wie gesagt, ich wohne seit über 35 Jahren. Gestern im Gespräch mit unserer Zeitung stundenweise sei sogar die Polizei vor Ort gewesen und habe Ermahnungen ausgesprochen. Es gab Ermahnungen. Ich sag's nochmal, wenn man sich die Polizeiwache und das Kidnapping hier ansieht und die Art, wie Polizisten darüber reden, wie man da weggesperrt wird, um zu verdursten und zu verhungern, ist das gerade einfach nur noch unappetitlich, und ich schließe damit. Das bleibt gerade das Lachen im Halse stecken.